wheel. Hacer feria, cartel Cypress Hill está en tu área, colectando queso allá en México, donde el sol quema duro y baja despacio. Düsen mal ein bisschen los und checken mal die City von Cancún ab, die übrigens erst in den 70er Jahren so wirklich groß geworden ist. Davor war das alles hier ein Fischerdorf. Crazy. Tequila Sunrise, ay, 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 que vuela rápido, hijo, y by surprise, mi pana se murió y a mí me dejó, capitán de la movida es aquí, digo yo, trágate el gusano, cabrón, soy el matón, si no me mata. Te mato a ti como un ladrón. Confía en nadie, vengo para atrás y jamás me cruces a mí porque yo tengo más. This is my big business in the market with my brother. It's your business? Yes. Oh, nice. Also er hat hier ein Geschäft. Hey, mein Name ist Valentin. My name is Roberto. Hello. Hey, Roberto. So, der Roberto, der hat hier einen Laden und den zeigt er uns jetzt mal. Wow. Looky, looky. Ah! Free air conditioning. Kleider, verschiedene Schmuckstücke. Roberto! Yeah. Really cool! Hola! ¿Qué tal? Zum einen habe ich mir dieses Shirt hier geholt. Ja, sieht richtig nice aus. Und zum anderen habe ich mir dieses T-Shirt hier geholt. Cool, das verändert die Farbe vorher nach Licht. Und an jeder Ecke gibt es hier solche kleinen Läden, kleine Verkäufer. Siehst du, hier verkauft ihr auch irgendwelche Säfte. Die gibt es hier scheinbar überall in Mexiko für die Touristen und die Einheimischen. Da vorne brennt irgendwas. Alter Schwede. Oh, fast vom Bus erfahren worden. Cancun ist insgesamt sehr amerikanisiert und hier sieht man, McDonald's ist natürlich auch schon da. Aber da gehen wir jetzt nicht essen. Wir gehen mal woanders hin, was typisch mexikanisch ist. Jetzt sitzen wir in einem typischen mexikanischen Restaurant an der Straße. Hier werden Quesadillas und Tacos verkauft. Richtig nette Leute und es kostet 1 Euro das Essen. Das ist richtig günstig. Aber in Cancun könnt ihr auch viel Geld bezahlen. Und lasst euch auch nicht von den Touristenleuten abzocken, wenn ihr mal hier seid. Ganz klar, wir probieren wirklich jeden Preis auf einen Schlag zu bringen und man muss auf jeden Fall anbieten. Lecker Quesadillas hier, für die Anna auch. Und wir trinken jetzt eine Runde Ananas-Drinks. Probier mal. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Der typisch mexikanische Quesadilla hier mit Champignons und Käse. Ich muss sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der beste Quesadilla, den ich hier gegessen habe. Aber es ist okay. Netter Hintern. Hier, die suchen Wachen für die Hotels. Und da kriegst du so viele Pesos, sind, keine Ahnung, 200 Euro im Monat. Ein bisschen weiter in der Straße und jetzt sind wir hier in so einem Wohngebiet und man merkt direkt, die sichern sich alle ab mit diesen Gattern vor der Tür. Also Kriminalität in Mexiko ist natürlich so eine Sache, auch wenn Cancun eigentlich recht sicher ist. Mexiko ist übrigens ganz berühmt für den Bau des Käfers. Hier sind die letzten Käfer, VW Käfer vom Band gerollt, ist schon ein paar Jahre her. Aber hier gibt es noch einige auf jeden Fall. Also wer einen Käfer sich holen will, ab nach Mexiko. Die Jungs hier richten die Karagat her. Hola! Hier nochmal zur Absicherung, da würde ich jetzt nicht drüber klettern, über die Glasscherben da vorne. Anna, ab rüber mit dir. Alter, und hier vorne auch überall diese riesen Glasdinger da drüber. Ey, die sichern sich hier schon krass ab.
Hier bei Emir geht die Party ab. Ja, was geht denn ab, Leute, da draußen? Wir sind in Cancun. Voll das mega gemütliche und schöne Restaurant hier. Hätte ich nicht schon was gegessen, würde ich hier jetzt was schnabulieren. Mexiko ist eines der wenigen Länder, wo es noch jede Menge Telefonzellen gibt. Schau dich das mal an. Ein kompletter Laden, Sombrero Loco, verrückte Sombreros, nur für Hüte, ja? Und da sehen wir mal hier riesen mexikanische Sombreros. Alter, hier gibt's alles. Hinter uns ist sozusagen der Dorfplatz oder der Stadtplatz von Cancun, weil einer der Orte, wo sich viele Einheimische abends treffen und so weiter, wurde mir gesagt, hier gibt richtig coole Bobbycar-Rennen scheinbar. Ob die hier so richtig Destruction Derby mitten in die Mitte fahren, dann alle gegeneinander knallen, wage ich zu bezweifeln. Ich denke mal, es geht hier eher um Kinder, die irgendwie über den Platz fahren dürfen. Ich darf also leider nicht fahren. Und jetzt geht's weiter durch Mexiko, denn wir düsen heute quer durch die Nacht nach Tulum. Und das ist ein wunderbarer Ort, unter anderem mit Maya-Tempeln, unter anderem mit coolen Partys und richtig vielen Hippies und einem richtig geilen Hotel. Und das werdet ihr in Kürze sehen. Los geht die Fahrt nach Tulum mit dem guten Adam, auch Adam genannt, ja, und der düst uns jetzt darüber. Juhu! Hinter mir die Tankstelle, liebe Freunde, kleiner Zwischenstopp kurz vor Tulum. Der Fahrer musste mal strollern und ist auch ein super, super netter Kerl. Jetzt geht's weiter. Nice shot, bro. Yeah, what's up? Can't you see my heart is rushing out? I can see the light upon your trace. Wir sind endlich da! Finally here. Wow, this looks amazing. Yeah, it looks amazing. So natural. And tomorrow you will see that. Oh, yeah. Man sieht überhaupt nichts, weil es so dunkel ist. Vielleicht erkennt man irgendwie doch dieses Meer gekrüsselt, aber es ist ein fetter Tropensturm. Hört man, ne, wahrscheinlich. Pfeift hier durchs Mikro. Alter Schwede. Can't you see my heart? Is rushing out. I can see the light upon your trail.